Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Aloft. Ja, Aloft gibt es ja schon eine Weile als Demo auf Steam und tatsächlich haben die Entwickler ein Update der Demo durchgeführt und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen und schaue mir das selbstverständlich für euch an. Diesmal tatsächlich auch ein bisschen anders, denn dieses Mal habe ich das Spiel im Livestream auf Twitch gespielt. Wenn ihr Bock habt, mal live dabei zu sein, das aktuell ja bei mir eher am Sonntag stattfindet, im Early Bird Stream, meist so zwischen 9 und 10 ist Start, bis ca. 13 Uhr, teste ich Spiele an oder zocke einfach, wonach mir gerade ist. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, folgt mir gerne auf twitch.tv/lakesun und aktiviert die Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn es soweit ist. Ja, und so war es halt diesmal. Wir haben gemeinsam Aloft gespielt und was da so alles passiert ist, meine Lieben, das zeige ich euch jetzt. Aber jetzt erstmal zu dem wichtigen Thema heute und zwar Aloft, denn heute wird gezockt. Guck mal, irgendwas ist hier schon anders. Irgendwie sieht das schon ein bisschen einladender aus als vorher, finde ich. Ich brauche erstmal Werkzeug, habe ich aber noch nicht, deswegen kann ich, glaube ich, nur diese Sachen erstmal hier einsammeln, die wir ja brauchen werden, denn es ist ein Crafting, ein Building, ein Crafting Survival Game. Gerade vergessen, wie die heißen. Das heißt, wir müssen uns hier hochbauen, also ganz klassisch, aber trotzdem völlig anders. Jetzt gehen wir erstmal hier zu diesem Stein, mal gucken, was er uns zu sagen hat. Okay. Our most valuable resource, creativity, was truly limitless. Hold E. So, jetzt haben wir eine Werkbank gelernt. Sehr gut. Okay, die stellen wir uns jetzt hier hin. Place. Eine reicht. Hallo? Gut, dass ich schon Holz gesammelt habe, oder? Hallo? Können wir die wegmachen? Danke. Das ist auch richtig cool gemacht in dem Spiel, dieses Crafting-System. Denn du sammelst Ressourcen. Du findest auf allen möglichen Inseln verschiedene Ressourcen. Und diese Ressourcen kann man miteinander kombinieren. Und indem man das tut, entdeckt man neue Sachen. Irgendwo müssten theoretisch noch Dinge liegen, wie zum Beispiel das hier. Steine. Denn ich glaube, mit Steinen und diesen komischen Holzdingern hier, wir können später auch die Bäume abfällen direkt, können wir was craften? In der Werkbank. Oh, guck mal, was ist das denn? Hä? Oh! Das ist neu. Ah, hier kann ich mich durch. Hier kann ich mich, da ist was Spannendes drin. Da gibt es bestimmt richtig nicen Loot und so. Okay. Was können wir jetzt machen? Ich kann jetzt hier zum, ne, genau, jetzt sehen wir nämlich, wie das Craften hier funktioniert. Beziehungsweise, wie wir Sachen lernen können. Ich packe jetzt hier Sachen rein. Und dann kann ich lernen. Muss gedrückt halten. Und zack, kann ich jetzt schon, habe ich ein neues Rezept gelernt. Warte mal. Zack. Kann ich? Drei Blätter kann ich auch noch was lernen. Okay, cool. Long Leaf Cloth. Damit kann ich also Klamotten basteln? I don't know. Oh, okay. Sharp Stone. Ach, und dann kann ich hier, habe ich hier automatisch, kriege ich jetzt Bauteile. Cool. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Okay. Was können wir noch? Das hier können wir craften und ein Sharp Stone. Den werde ich auch schon mal machen. Wer weiß, wofür wir den brauchen. Dann kann ich, pass auf, dann kann ich bestimmt mit dem Sharp Stone und Holz, haha, eine Spitzhacke machen? Eine Stone Axe. Okay, jetzt können wir zumindest schon mal Bäume fällen, das ist gut. Das ist sehr gut. Vielleicht haben wir dann anderes Holz. I don't know. Oha. Okay, wir könnten jetzt schon eine Base bauen, aber ich tendiere dazu, das noch nicht zu machen. Wir werden jetzt diese fliegende Insel einmal erkunden. Denn ich habe vor, das ist ja eigentlich auch das Ziel von diesem Spiel, aus einer bestehenden Insel, kann ich hier wieder raus, danke, aus so einer Insel ein Flugschiff zu machen. Also wir können quasi aus so einer kleinen Insel ein Schiff, ein Luftschiff machen. Und mit der Insel dann durch die Gegend fliegen. Und das ist eigentlich das, was ich möchte. Deswegen möchte ich auch auf so einer Insel dann die Base bauen. Nicht hier. Oh, der Mond sieht gut aus.
Schön. Wo war jetzt die Höhle? Ich glaube, die war hier, wenn ich mich recht erinnere. Ja, da vorne, ne? Da gehen wir jetzt rein. Ich bin sehr neugierig. Mal gucken, was uns da erwartet. Wie kriegen wir jetzt die Nacht eigentlich weg? Mir alles viel zu dunkel. Oha, was haben wir denn hier? Nicht, dass hier gleich irgendein Gegner kommt. Collect water. Oh, ich nehme mal ein bisschen mit. Lieber zu viel als zu wenig. Immer gut, sehr, sehr viel mitzunehmen, weil jeder kennt es, der solche Spiele spielt. Das Inventar ist immer voll. Um hier wegzukommen, müssen wir ja diesen Flugmodus haben. So, was haben wir denn hier oben? Ist hier vielleicht noch irgend so ein Stein, den wir noch freischalten müssen? Mal gucken. Das kann auch sein, dass hier noch ein zweiter ist. Da zum Beispiel. Haha. Vielleicht ist er das. Mother Earth provided that from which we thrived. Okay. Eine Sawmill. Kann ich immer noch nicht fliegen. Ich glaube, wir müssen noch ein Rezept lernen, ne? Weil wir haben ja jetzt dreckiges Wasser gefunden und wir bauen jetzt eine Base. Vielleicht müssen wir so eine, ich glaube, wir müssen so eine Flügel bauen. Ich glaube, da war irgendwas. Soll ich das jetzt craften? Ach so, ja. Okay. Alles klar. Guck mal, jetzt haben wir nämlich hier Longleaf. Wir müssen natürlich die Sachen auch craften und dann können wir mit den gecrafteten Sachen wieder neue Sachen lernen. Okay. Okay, hier kommt jetzt das Ding hin. Okay. Gut. Sawbench. In der Sawbench können wir was tun. Wir können jetzt hier einfach Holz reinmachen und dann bekommen wir höchstwahrscheinlich Bretter. Könnte ich mir vorstellen. Und wenn wir Bretter haben, was können wir dann bauen? Aha, okay, was haben wir? Da ist es. Oh Gott, okay, das sind die Gleiter. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, das ist ein großes Problem, denn die Steuerung von diesem Teil ist fantastisch. Eine ganz kleine Base mit einem Bettchen, okay? Ich hoffe nämlich, dass wir dann somit einen Respawn-Punkt bekommen. Okay, haben wir denn Snapping automatisch? Würde ich gerne haben. Ja. Nee, das war. Hä? Moment. Okay, das ist gut. Das ist auch gut. Du darfst gerne hier auch hin snappen. Okay, das ist jetzt irgendwie. Muss ich die jetzt fertig bauen, oder was? Mal gucken. Jetzt nehmen wir den Hammer, glaube ich. Hammer ist auf F4. Und dann klopfen wir das heil. Okay. Okay, dann wissen wir schon mal, wie das Crafting hier funktioniert, ne? So, wir brauchen eine Tür. Wie kann ich drehen? QE. So. Und dann. Achso, da hätte ich jetzt auch noch andere auswählen können, ne? Mist. Na egal, wir nehmen jetzt diese. Dann können wir auch hier schon mal das Bett reinstellen gleich. Das haben wir ja schon geschenkt bekommen vom Spiel. Voll nett, wie ich finde. Wir müssen uns dem Ganzen einfach mal stellen und mit diesen unfassbar guten Gleiterdingern durch die Welt bewegen. Darum geht es ja schließlich. So, wo habe ich denn. Wo ist das Teil, was ich hier bekommen, geschenkt bekommen habe? Hier, da ist das Bett. Sieht sehr cool aus, finde ich. Sehr cooles Bett. Sieht ein bisschen düster aus, aber cool. Das steht richtig doof. Das habe ich nicht gut gemacht. Kann man das wieder abbauen? Natürlich nicht, oder? Mit dem Hammer? Set home. Okay, das ist absolut wichtig, Leute. Das ist jetzt hier unser Respawn-Punkt. Wenn ich jetzt hier irgendwo sterbe, da hinten, weil ich zu blöd bin zu fliegen, kommen wir zumindest wieder hierher. Wie seid ihr jetzt eigentlich auf den Stream aufmerksam geworden? Ich muss mal kurz fragen, weil mein doofer Bot auf Discord hat nicht funktioniert.
muss ich manuell machen. Dann habe ich bei Twitter was, wurde irgendwie automatisch gepostet, habe ich auch nicht verstanden, warum das passiert ist. Dann habe ich auf YouTube noch auf den Community-Tab irgendwas geschrieben und bei Instagram. Oder ist das jetzt einfach nur über Twitch passiert bei euch? Muss ich jetzt mal kurz fragen. Ich frage einfach für mich. So, wir gehen jetzt schlafen, weil es wird gerade dunkel. Und wenn wir losfliegen, will ich auch was sehen, nicht wahr? So, wir gehen jetzt pennen. E. Ach nee, nur einmal kurz drücken. E. Okay, gute Nacht. Ja, bitte mach weiter. Mach weiter. Okay, ich mach weiter. Also heute auf jeden Fall. So, wie kann ich jetzt hier wieder aufstehen? Das hatten wir doch letztens schon, das Problem. Hä? Ach so, mit W. Okay. Okay, okay. Ah! Oh Gott. Und wie komme ich jetzt nach oben? Nein, nach oben! Hä? Ah! Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon alles, komplett die ganze Orientierung verloren. Also mehr Orientierung kann man nicht verlieren. Wie komme ich denn jetzt nach oben? Also ich habe jetzt quasi, ich drücke auf S. Also nach unten. Aber ich komme nicht, da oben ist das Haussymbol, ja. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Ah, ich habe das geahnt. Oh, das Fliegen ist so kacke hier. Also für mich. Komme ich denn da jetzt weg? Okay, wir haben... Wer lesen kann, das hatten wir ja schon mal, ne? Wenn ich jetzt Space drücke, dann ist der Flügel weg. Hier kann ich nur boosten. Ich komme nicht nach oben, Leute. Doch, jetzt komme ich nach oben, ne? Oh Gott, ich will einfach nur auf festem Boden stehen. Oh! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Nein, nein, nein! Willst du mich verarschen? Ich war gerade da. Und da war irgendwas Neues. Ich muss da nochmal hin. Da war irgendwas Neues, Leute. Da müssen wir nochmal gucken. Stürzt sie direkt wieder hinten rum. Runter. Oh Gott. Was ist das hier? Das war was Neues. Essen. Essen? Möhrchen. Max HP plus 6. Ah, wir können essen, um uns wieder zu heilen. Okay, alles wird gut. Alles wird gut, Lake. Ja, nein. Nein. Nein, runter. Nein. Come on. Was ist denn mit Spiel? Ich mag dich auch. Puh. Okay, das wirkte jetzt schon doch sehr professionell, finde ich. War schon besser. Ne? So, hier ist gar nichts, oder? Doch. Tomato. Ach, guck. Na, mal gucken, wie lange er das aushaltet hier mit mir heute. Wenn ich hier die ganze Zeit so kacke fliege. Wir müssen das üben. Come on. Schön rüberfliegen. Ja, sehr gut. Ja, du schaffst das. Das sieht richtig gut aus. Also wenn das nicht erste Sahne aussieht, Leute. Also das ist ja wohl... jetzt muss ich aber runter, ne? Aber nicht ganz so weit runter. Schön Sturzflug, come on. Ah. Ah, okay. Gut. Haben wir. Wo ist mein Zuhause? Ich muss mal kurz Lage sondieren. Wo ist das Haussymbol? Das Haussymbol ist weg. Hier ist eine Höhle. So, was ist das hier? Kohle. Ich nehme Kohle mit. Wir haben Kohle. New Campfire. Das heißt, wir können Essen kochen dann wahrscheinlich. Okay. Dann nehme ich mal alles mit, ne? Da müssen wir rüber, Leute. Komme ich da rüber geflogen? Ja, komme ich. Ha! Perfekt. Guck. Perfekt. The Sea of Clouds brought us ashore, home once again.
Ja, ich lerne. Was bekommen wir? Das ist ein Steuerrad. Wir können aus unserer Insel können wir ein Luftschiff machen. Allerdings ist die Insel, wo wir gebaut haben, viel zu groß dafür. Aber so eine kleine Insel kann man halt als Luftschiff bauen. Das ist auch sehr, sehr cool. Puh, okay. Was ist das denn? Knochen. Da komme ich doch nie hoch. Ja, warte, ich geh mal. Ach, come on. Also. Treppe. Treppe. Oh, eine Treppe. So, und zwar eine große Treppe. So. Here we go. We were brought into this world to tame it, and tame it we did. Ich lerne was? Ein Segel. Nee, ein Ruder. Ein Ruder haben wir gelernt. Das heißt aber, wenn ich jetzt mit der Axt loseier, vielleicht reicht das? Guck mal, ich kann eigentlich alles machen, was ich brauche, oder? Das bedeutet, wir werden jetzt ganz risikoreich hier auf diese Insel fliegen und dann mal gucken, was da ist. Ich versteck mich kurz. Ich bin confused. Nimm meine Axt. Ich muss irgendwas kaputt machen. Ich weiß noch nicht was. Aha. Was ist, wenn ich sterbe? Ich will nicht sterben. Ich will die jetzt hier killen und irgendwas Cooles lernen. Okay, wahrscheinlich muss ich das hier kaputt machen. Vermute mal, dass die hier... Ah! Oh, nee, du nicht. Hau ab. Ich sage dir, du haust sofort ab. Habe ich noch Tomaten? Dann kann ich mir noch gleich... Guck mal, da ist ein Stein. Wow, das hat gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt. Irgendwas ist hier noch. Ich habe noch was gehört. Hier ist noch einer. Irgendwo. Nee, alles gut, ne? Hab alles geklärt. Haha. Okay, Leute, ich muss mal kurz was essen. Ich esse mal hier so eine Tomate. You are full. Ich kann nicht mehr essen. Wir brauchen besseres Food. Das ist wirklich wie bei Valheim. Okay, dann gehen wir mal zu dem Stein hier. Wir haben aber hier kein Metall oder sowas. Ich bräuchte irgendwie Metall. Sehr, sehr gut. Und da ist eine Windmühle. Die brauchen wir wofür? Was ist denn das? Connector. Used to extend the connection between windmills and machines. Okay, das scheint komplex zu werden. Oh, okay. Align with the wind and connected to machines to automate their productions. Das ist cool. Wir können Automation machen. Wir können Werkbänke so einstellen, dass sie automatisch Sachen machen. Axe muss dahin, Pickaxe muss dahin, Hammer muss dahin. So. Okay, haben wir noch was? Das, 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 das. Learn. Eine Sichel. Na sicherlich. Warte mal, gather. Kann ich nicht nehmen. Oh mein Gott. Oh! Das ist nicht so gut.
Oh mein Gott. Okay, die waren jetzt schon ein bisschen heftiger, ne? Vielleicht versuchen wir es jetzt mal mit der, nicht mit dem Schwert, sondern mit dem anderen Teil, mit dem Speer. Okay, da haben wir ein bisschen mehr Abstand. Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe hier gerade irgendwie Soil gesehen oder sowas. Okay. Wo müssen wir noch hin? Wo ist noch so ein Ding? Erstmal noch eine Tomate schnell. Und eine Kartoffel. So, weiter. Kackvieh. So. Wo ist hier noch so ein... Oh Mist. Wo denn? Ich hab dich gesehen. Komm raus. Puh. Nicht schlecht. Also mit den Waffen. Alter. Hau ab. Reicht's mir aber hier. Reicht's mir aber. Perfekt. We sailed the winds, thanked the storm and mourned the sea. Mal gucken. Jetzt kommen Segel. Jetzt kommen bestimmt Segel. Oh, doch. Ein Lee Floater Sail. Okay, ich glaube, jetzt haben wir schon alle Sachen, die man anbringen könnte. Da müssen wir auch noch rüber übrigens. Da will ich auch noch hin. Dann stellen wir uns hier ein Bett auf und fliegen darüber. Irgendwie so ein, wo wir uns jetzt eine Insel aussuchen könnten und die bestücken. Dann können wir besser reisen. Ich glaube, das ist gut. Am besten einfach Leertaste drücken und die Dinger einfahren und dann ist gut. So, Ende. Okay. Würden wir diese Wirbel Aufwind geben? Ach so, das kann sein, ja. Das kann sein. Das stimmt. Ja, ich gehe stark davon aus, dass die Aufwind geben. So, Leute, da ist unsere Heimat. Ich möchte hier jetzt das Ruder hinstellen, hier vorne. Das kann ja im Prinzip alles weg. Holz haben wir ja hier, das können wir alles absäbeln. Es ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, so eine nackte Insel zu haben, oder? Und dann machen wir hier jetzt das Steuerrad hier hin. So. Zumindest sehen sie danach aus. Ja, das stimmt. Das macht auf jeden Fall Sinn. So. Mal gucken. Jawohl. 146 Knoten. Wir bewegen uns noch nicht. Okay, spannend. Bin sehr gespannt, wie das hier wird. Raus komme ich mit E. Okay. Die Windmühle kostet. Wo haben wir die? Die Windmühle. Wo ist die? Hier. Wollen wir die bauen? Align the windmill with the wind with Q and E. Ja. Okay. Okay, wir haben eine Windmühle, aber jetzt habe ich keine Planken mehr. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Was? Wie bescheuert sieht das denn aus? Okay. Alles klar. Es sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, weil ich es noch nicht gerafft habe, aber interessant. Sitzt das gut? Nee, ne? Das ist jetzt richtig doof. Aber vielleicht erfüllt es trotzdem seinen Zweck. So, dann machen wir hinten.
Ganz hinten, glaube ich, dieses Ding noch hin, ne? Hier so. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Dinger hinkommen. Also in die Mitte ist klar. In die Mitte machen wir jetzt dieses. Das große hier. Und wir schlafen mal kurz. Oha. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob wir das Ding jetzt zum Fahren kriegen. Okay, da ist unsere Base. Wir lassen das jetzt, wir lassen das so, wie es ist. Nochmal gucken. Also, das dreht sich jetzt hier alles. Hier kann ich jetzt steuern. Oh mein Gott! Ah! Wir fahren! Wir... Oh Gott, ich bin schrecklich in sowas. Oh Gott. Das heißt, das ist ja noch schlimmer als meine Flugkünste. Um Himmels Willen. Wie komme ich nach oben? Auch wieder mit Space, ne? Guck mal, jetzt geht's nach oben. Mit Steuerung geht's wieder runter. Und ich muss die Dinger einfahren, die Segel, damit wir anhalten. Yo! Da fehlt Stoff. Wir müssen unbedingt noch Stoff ranmachen. Da habt ihr recht. Wir können uns hier noch eine Werkbank hinstellen. Da machen wir uns einfach Stoff. So, Knochenspeer ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als die anderen. Das kann man schon mal so sagen. Jawohl. Nice. Oh, was ist das? Nix. So. Just like memories, some things are better once shared. Cooking Plate. Haha. So, und dann müssen wir uns dieses Cooking Plate-Ding bauen, ne? Wo ist das? Auf B? Hier. Okay. Guck. Oh, ich bin so gespannt, was wir jetzt bauen können. Oh, ich bin so gespannt, was wir jetzt hier bauen wollen. So, come on. Was zauberst du uns hier? Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ja. Oh, was ist das denn? Mixed Veggies. 28 HP. Siehst du? Was ist denn da passiert? So, was haben wir denn jetzt? Ein Knoblauchtee? Roth. A basic meal made from water and seasoning. Da kriegen wir 10 HP und 20 Stamina. Okay, dann probieren wir jetzt noch was. Hier steht Hold F. Geht das denn schneller? Oh. Okay. Auch bei den Planks und so, ne? Bei der Sawbench. Sehr, sehr cool. Was war da? Warte mal. Moment, Moment, Moment. Ich muss jetzt schnell mal gucken, was der kann. Ich habe jetzt nicht geguckt. An herbal tea made from leaves and water consumed to instantly digest your meals. Clear Eaten Meals. Also alles, was ich gegessen habe, ist dann weg, oder was? Habe ich das richtig verstanden? So, ich glaube, das hatten wir jetzt auch schon geklärt, ne? Da war jetzt nichts weiter. Und das würde jetzt theoretisch... Wo würde es denn jetzt weitergehen? Ich habe hier alles geklärt. Weil hier sind gar keine Inseln mehr. Ich habe alles geklärt. Das war auf jeden Fall eine richtig nice Geschichte heute.
Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch aus diesem Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und vergesst nicht, mir auf Twitch zu folgen. Den Link dazu findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung. Außerdem, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da und ein Abo für diesen Kanal. Außerdem noch eine Information für die Leute, die gerne den kompletten Stream gucken möchten. Habe ich auch einen extra Channel angelegt namens LexanTV. Auch diesen Kanal findet ihr als Link unten in der Beschreibung. Und jetzt vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.